Moin, moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir befinden uns hier gerade in der Krypta von Everex, oder besser gesagt im Mausoleum, und versuchen jetzt den Bruder von Olgierd wiederzubeleben. Und versuchen jetzt hier alles voll zu räuchern. Machen wir weiter. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Moin, moin. Erhebe dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Tja, gucken wir mal, ob der uns freundlich gesonnen sein wird, wenn wir ihn jetzt hier erwecken. Das hier ist die letzte Kammer, die noch Rauch braucht. Erhebe dich, der du lang schon verschiebst. So, jetzt haben wir alles. Leben und Tod und Chaos, Hini. Jetzt muss ich die Katze anzünden. Die Katze? Die Kerze. Achso. Ja. Ich hätte auch eine Katze angezündet, wenn es notwendig gewesen wäre. Zünden wir die Katze an. Kerze. Es brennt grün. Es ist grünes Licht. Es leuchtet grün. Leben und Tod und Chaos hienieden. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass sieden. Trinkt das doch nicht immer alles. Das ist das Blut, ne, von ihm? Ah, nice. Leben und Tod und Chaos hienieden. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everec zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Einerlei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everec erwecken kann. Wahrhaftig. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestatis. Ihr seid also alle nicht Wladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlod bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Okay. Scheiß dir das Herz raus. Ich glaube, das sollte auch nicht so laufen. Von Everex. Olgierds Blutwelle. Wow, wow, wow. Kümmere ich mich jetzt um die ganze Sippe, ey. Super. Alle sind natürlich voll bewaffnet. Und gefährlich. So, komm her. Erstmal oben. Oma. Okay, Oma ist weg. Weg vom Hammer. Ah, wenn er mit dem Hammer erstmal trifft. Noch einer weniger. Ich bin kein Vagabund. Ein Hexer. Na, jetzt haben die Schiss, ne? Nur noch du und ich. Herr Koch. Ernest. Die verziehen sich vorher, bevor sie richtig down gehen, ne? Schisser. Genau wie der Olgierd. Angst vorm Tod. Bockige Hurensöhne, diese von Everex, was? Ja, ja. Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everec, Olgierds Bruder. Oh, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Das könntest du ihnen auch tun. Sie sind doch schon tot. Jetzt erzähl, woher du Olgierds Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgierd und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche.
Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Okay. Er hat auf jeden Fall die gleiche Frisur wie sein Bruder. Scheint ja gar nicht so angepisst zu sein, dass wir ihn erweckt haben. Ist ja schon mal gut, oder? Sind denn häufig Leute hier? Hast du viel Besuch? Gelegentlich, nicht oft. Wenn einer vorbeikommt, will ja immer gleich die ganze Bande spielen. Unternehmungslustige Familie. Ja, unser Hang zu Feiern und Schlägereien ist berühmt. Wir von Everex haben generationenlang geprügelt und geplündert. Das ist Tradition. Dabei fällt natürlich auch Beute an. So hatten wir immer genug Kleingeld zum Feiern. Erst am Ende meines Lebens waren die guten Zeiten vorbei. Nun, genug Salz in die Wunden gestreut. Wenige Tage vor meinem Tod behauptete mein Bruder, er könnte uns raushauen und unseren Status wiederherstellen. Das glaubte dein Bruder also, okay. Dein Bruder hat mich ja jetzt geschickt. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge aber. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Okay, wie bist du denn hier, oder wie bist du gestorben? Ich will nicht neugierig sein, aber wie bist du gestorben? Ach, nicht schüchtern sein. Die Leute lieben solche Geschichten. Würde ich auch. Nur leider endet diese mit meinem Tod. Wie ist es passiert? Auf unseren Plündertouren stürmten wir stets die Hütte des Dorfältesten und verlangten dann Schnapsfässer. Und willige Frauen zum Durchkneten und Spaß haben. Einmal gerieten wir leider in einen Hinterhalt und wurden überwältigt. Mich töteten sie. Zerschmetterten mir den Kopf zwischen Tisch und Steinboden wie ein rohes Ei. Das klingt schmerzvoll. Naja, aber wenn man so die ganze Zeit auf Raubtour ist oder sowas, muss man mit den Risiken leben. Erzähl mir mal ein bisschen von Olgierd. Hör mal, ich glaube, dass ich mehr über Olgierd wissen sollte. Erzähl mir von ihm. Er ist ein ganzer Kerl. Ein echter Kavalier. So einen findest du in Redanien kein zweites Mal. Zum Saufen und Raufen einfach der Beste. Wir waren noch jung, als wir mit Raubzügen während des Kriegs anfingen. Die Grenzländer haben sich in die Hose gemacht, wenn sie nur seinen Namen gehört haben. Ich war seine rechte Hand. Und wir hatten einen Trupp Gefährten, die für uns durchs Feuer gegangen wären. Klingt nach Banditen. Gab es Unterschiede? Wir? Banditen? Pass auf, was du sagst. Manche unserer Bewaffneten waren vielleicht geistlose Schläger, aber Olgierd doch nicht. Er war immer neugierig, hat sich für alles interessiert, hat Bücher verschlungen, Gemälde bewundert und das schönste Mädchen weltweit geliebt. Tja, und für diese Liebe ist er jetzt in diese Situation gekommen, wo er jetzt ist. Was man nicht alles für die Liebe tut. Er ist also nicht zu unterschätzen und gebildet auch. Und besonders, vielleicht auch intelligent. Mal gucken, wie das so ausgeht. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Das ist meine Aufgabe. Hör mal, Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Echt? Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Wieso?
Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht was? Nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Sein Körper, ich denke, sein Kopf ist sowieso total in Eimer. Was willst du? Sollen wir den noch zusammenflicken oder was? Oh, es ist genau das, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ob er nicht Geralds Körper nimmt. Toll. Und dann werden wir nachher gesucht für irgendwelche Schandtaten, ey. Oder? Ich könnte ja jemanden bringen, von dem du Besitz ergreifen kannst. Ja gut, bringen wir ihn ja ein. Hör auf zu maulen, gehen wir. Also er wird hier nicht rausgehen. Also ich muss schon einen Körper finden. Aber ich habe auch keine Lust, dass er irgendwie Geralt nimmt oder so. Und das beim Hexer überhaupt möglich ist. Da ist er auch gegen geschützt, glaube ich, ne? Von irgendwelchen Zaubern. Ich könnte dir vielleicht jemanden bringen, dessen Körper du dir leihen kannst für diese Nacht. Ich soll von jemandem Besitz ergreifen? Ja. Sagen wir, ich stimme zu. Welchen Körper würde ich denn kriegen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Einen von Olgierds Männern? Oder einen Bauern, den wir bezahlen? Oh nein, nein, nein! Ich krieg doch keinem ungewaschenen Banditen oder Schweinehirten in den Balk. Ich habe eine bessere Idee. Oh, kommt nicht in Frage. Nee. Oh doch, doch, kommt es. Er ist nicht dagegen geschützt, gegen solche Besessenheit? Selbst bei Supernatural. Geralt! Wach auf! Hallo. Augen auf! Wo ist das Riechsalz? Oh. Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Versprich mir zu bleiben und mir den Bart zu kraulen. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wladimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Nee, wird mir auch nicht gefallen. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Oh, Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? Oh Mann, ey. Was ich sagen wollte, selbst bei Supernatural, Sam und Dean Winchester, ne? Die haben Tätowierungen und so auf dem Körper, die ihn so vor besonderen Sachen schützt. Oder dass man sie nicht aufspüren kann und sonst irgendwas. Und hier Geralt, der gegen Monster und Erscheinungen kämpft als Hexer, hat natürlich keinen Schutz gegen Besessenheit. Er kann einfach so rein in seinen Körper. Nee, da muss man doch, ne? Den draußen halten können. Anfänger. Tut mir leid, Shani. Olgierds Bruder ist schuld. Genau, alles seine Schuld. Es ist seine Schuld. Es ist mir eine Freude, holde Maid. Wessen? Seine. Die von Olgierds Bruder. Geralt, hier ist sonst niemand. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welch Möglichkeiten. Sie sieht ihn nicht? Das ist ja tot. Toll. Legen wir mal ein paar Regeln fest. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Ah, feurig. Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Karottenkopf? Ich soll Wladimir von Everreck die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Warte mal, willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht.
Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe. Prächtig. Und lass ja die also Finger von ihr. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Nein, echt? Wäre auch schlimm, wenn du das nicht könntest. Lenk nicht ab, Süße. Geralt ist ein Langweiler. Um ehrlich zu sein und unter uns, dieser Hexertyp ist ein grässlicher Langweiler. Nur manchmal. Ha! Wir sind vom selben Geiste. Warum gehen wir nicht kurz in die Büsche? Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Weißt du, meine Freundin heiratet und sie hat mich zur Hochzeit eingeladen. Allerdings brauche ich einen Begleiter. Ich hatte gehofft, dass Geralt sich bereit erklärt, wenn er mich die Gelandepflichten sieht. Aber, naja, umsonst gehofft. Keine Bange, Häschen. Ich werde dich begleiten. Es gibt in Redanien keinen besseren Tänzer als Wladimir von Everreck. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen. Also treffen wir uns beim Tempel. Oh, das höre ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos. Dann sehen wir uns im Festsaal. Oh Mann. Ist das dämlich. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Weib kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Wladimir von Everreck, berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh, die Heuböden warten. Na toll. Jetzt muss ich mich natürlich wieder da entscheiden. Okay, Shani hat mir mal viel bedeutet. Wir waren nur Freunde. Also klar bedeutet sie ihn bestimmt viel. Nicht auf diese Weise, wie er jetzt es denkt, weil Geralt ja voll und ganz Yennefer verfallen ist. Und da in der Hauptgeschichte hatte ich mich auch für Yennefer entschieden und da ist auch alles im Butter. Aber ich habe auch keinen Bock, dass dieser Schnösel hier die Shani irgendwie angrapscht. Ist auch doof. Also nehmen wir das. Nun, wir waren einst mehr als Freunde. Vor langer Zeit. Ah, du wolltest es nicht zugeben, aber ich hab's gerochen. Ich kenne mich mit Menschen aus, weißt du? Wie schade. Ich hätte gut für sie gesorgt. Aber Kavaliere will dann nicht in anderer Leute Gärten. Also, Hexer, auf zur Hochzeit? Gehen wir. Dann los. Ich bin direkt hinter dir. Dass Shani ihn mitnimmt zu so einer Hochzeit zu zivilisierten Leuten, anstatt sie ihn sagt, ja, da hinten ist ein Bordell, geht da rein, dann hätte er auch seinen Spaß gehabt. Nee, sie muss natürlich auch noch gleich wieder Hochzeit hier anfangen. Hä? Wollte er gerade was sagen? Halt den Rand. Finger jetzt. Weg von ihr. Genau. Wie ist dieses Hexerleben denn? Hä? Kannst du mal da bleiben, wenn du was erzählen willst? Ich bin extra gerade stehen geblieben, als er da oben saß. Wie das Hexerleben so ist. Schlechte Bezahlung. Miese Hotels. Diese Zeichen. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Nope. Was für Zeichen? Hexerzeichen. Deine Hexerzeichen. Habe ich nie gewirkt. Könnten interessant sein. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bis Mitternacht bestimme ich, was wichtig ist. Na toll. Ich mag den nicht. Ich hätte das nicht mit mir machen lassen.
So, hier war doch irgendwo auch ein Schild, wo ich schnell reisen konnte, oder? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Nach Brunwich, okay. Interessant. Ich muss, wenn dann, wieder hier zu diesem Turm gehen. Machen wir uns nochmal auf den Weg. Gut, Leute, ich gehe mal Richtung... nicht da lang. Da geht's wieder nur rein ins Anwesen. Ich muss, wenn dann... über die Brücke... Ach, das wie auch... auch dieser Wasserfall und so wieder. Ich werde mich mal auf den Weg machen, dass ich da in die Nähe komme. Nach Brunwich. Und dann geht's zur Hochzeit. Also Leute, ich hoffe, euch hat die Folge heute Spaß gemacht, hier zuzusehen. Wir waren ja nur in der Krypta drin, haben mit den Typen geredet, aber es war lustig. Und ich hoffe, dass alles gut geht und er nicht zu viel Scheiße baut im Körper von Geralt, jetzt bei der Hochzeit. Nicht, dass Shani dann auch noch irgendwie sauer wird oder sowas, obwohl Geralt da ja jetzt nichts für kann. Anders hätte er uns nicht vertraut. Also, bis zur nächsten Folge und danke fürs Einschalten. Macht's gut und danke für den Daumen. Tschüss.